Aus der Serie Heilpraktikerwissen kompakt heute das Thema: Was ist der Unterschied zwischen Angststörung und Phobien? Mein Name ist Dirk Schippel, ich bin Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland und möchte euch kurz einen kleinen Überblick darüber geben, weil es häufig immer wieder verwechselt wird. Ihr kennt vielleicht den Begriff Spinnenangst. Ja? Eigentlich kann man den Begriff so gar nicht verwenden, weil es handelt sich in Wirklichkeit um eine Spinnenphobie. Also, eine Phobie bezeichnet eine Angststörung, die aber spezifiziert ist auf ein Objekt, zum Beispiel die Spinne, oder eine Situation, möglicherweise, dass ich im Bus nicht gerne fahren mag, weil ich da Ängste kriege, mir ist es zu eng, im Kaufhaus, ich habe Angst vor Höhe. Also es geht immer um eine spezifische Situation oder ein Objekt. Man kann übrigens vor allem eine Phobie entwickeln, selbst eine Phobie vor Knöpfen beispielsweise. Eine Angststörung dagegen ist sehr stark definiert daran, dass man zum Beispiel diesen Begriff, vielleicht habt ihr ja schon mal gehört, Panikattacke. Panikattacke sind unspezifische Ängste. Das heißt, da bekommt jemand permanent krasse Angstgefühle, ohne dass es einen speziellen Auslöser dafür gibt. Also ich kriege von jetzt auf gleich so panische Empfindungen, Beklemmungsgefühle. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich ohnmächtig, ich kipp gleich um, ich sterbe. Aber es gibt keinerlei Auslöser, den ich zuordnen kann. Und auf der anderen Seite im Bereich der Angststörung gibt es noch so etwas wie generalisierte Angststörung. Das heißt, ich sage immer so, geboren, um sich Sorgen zu machen. Also das heißt, wenn ich mir permanent über viele verschiedene Bereiche des Lebens immer wieder Sorgen mache und auch da so körperliche Empfindungen bekomme wie Spannungsgefühle, ich kriege so Kribbelgefühle im Bauch, Ängstlichkeitsgefühle, weil mein Lieben etwas zustoßen könnte oder ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich heiraten sollte und so weiter, das wäre dann auch eine Angststörung. Also zusammengefasst, Angststörungen sind unspezifischer, nicht immer nur klar zuordbar und Phobien beziehen sich auf eine Situation oder ein Objekt. Es können natürlich auch mehrere Objekte oder Situationen sein, aber es ist eben spezifisch, wie der Name hier schon sagt.